So, ich gehe auch nochmal sicher. Ich habe Fly und YOLO nach an den Start gepackt. Wir sind Zwillinge und deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Also gut, jetzt kämpfst du gegen unsere Pokémon. Zweimal Vivien. Okay, das sollte man hinbekommen. Vivien ist von Typ normal, ne? Ich glaube, die Weiterentwicklung ist dann Feuer, aber oder? Aber Vivien ist, glaube ich, noch normal. Beide Level 9. Sollten wir easy hinbekommen. Komm, hier eine Dampfwalze auf... Nein! Oh, oh! Warte, Dampfwalze hätte alle getroffen. Let's go. Das sollte eigentlich kein Problem sein und sollten auch deren einzigen Pokémon sein, oder? Oder haben die noch ein zweites? Bow! Macht gar kein Damage. Geil. Verfolgung? Okay, macht gar nicht so wenig Damage. Und die greifen beide YOLO. Okay, ihr seid ja richtig die Arschlöcher. Greifen die einfach beide YOLO an. Fly hat mehr Damage gemacht, deswegen bleiben wir dabei, dass Fly angreift. Und in der Phase von YOLO werden wir ihn einmal heilen müssen, I guess. Ist richtig kacke, weil ich dadurch richtig viel Geld verliere, wenn ich immer wieder meine Tränke einsetze. Aber was soll ich machen, was soll ich machen? So, das eine Vivien stirbt hoffentlich, aber ich vermute... Oh, doch, nice, okay, Fly auf Fly ist immer Verlass. Oh, und er greift tatsächlich Fly an, okay. Hätte ich ja gar nicht heilen müssen. Sag das doch. Windsturmattacke! Und noch ein Donnerzahn hinterher. Ram! Ah, okay, ich hätte von Anfang an Donnerzahn einsetzen sollen. Alles klar. Okay, wir sollten jetzt hier erstmal durch sein. Hallo, kriege ich von dir vielleicht noch eine Angel? Oh, wozu soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ja, ich bin es wirklich. Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie bitte? Du hast noch nie von mir gehört? Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte doch gar nicht kämpfen. Der hat drei Pokémon. Ich wollte nur eine Angel haben. Okay, ich muss aufhören, mit den Leuten zu reden. Ich muss so aufhören, mit den Leuten zu reden. Okay, ich bin froh, dass wir Fly vorne haben. Boah, Fly geht richtig ab. Er greift einfach viermal an. Noch ein Kiesling. Okay, wir bleiben bei Fly. Oh, im Originalspiel hätte der bestimmt drei Carpathos gehabt, ne? Die dann gar kein Problem gewesen wären. Ey, Fly greift die ganze Zeit viermal an mit seinen Shurikens. Er ist so heftig. Und, lass mich raten, du hast noch einen Kiesling? Oh, wer hätte es gedacht? Gut, wir bleiben immer noch bei Fly. Okay, also alle Carpathos in dieser Welt sind anscheinend Kieslinge geworden. Interessant zu wissen. Felsgrab hat er drauf. Boah. Warum kann der Felsgrab? Oh, uncool. Okay, wir werden YOLO einwechseln. Ja, ach komm, guck mal hier. Ohne dass es effektiv war. So viel Damage. Wow. Fly Level 13. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich richtig krass aufpassen. Und Fly kann jetzt auch Felsgrab erlernen. Auf jeden Fall erlernen zu Felsgrab. So, weit. Ich werde nicht nochmal gegen irgendwelche... Gott, wenn hier jetzt irgendjemand ankommt. Okay, nee, wir sind in der nächsten Stadt. Puh, da ist Mike. Nein, nein, ich will nicht kämpfen. Wehe, du willst gegen mich kämpfen. Oh, du hast es also auch nach Metaross City geschafft, Dizzy. Das ist toll. Das ist echt eine riesige Stadt. Kein Vergleich zu unserem verschlafenen Wurzelheim. Und hier ist auch die erste Arena. Aber bevor ich dahin gehe, fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. Tschüss, Mike. Ich bin so froh, dass sie nie gegen mich kämpfen will. Eine sehr, sehr nette Rivalin. Möchte ich meinen. So, wo ist das Pokémon-Center? Ich muss ganz schnell das Pokémon-Center. Und jetzt bin ich ein bisschen zwiespalt. Wollen wir jetzt schon in die Arena? Ist die Frage, ob wir da überhaupt schon rein dürfen? Ob sie... Okay, anscheinend ist sie tatsächlich da. Hallo. Oh, guten Tag. Du bist ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ich bin die Arena-Leiterin von Metaross City. Mein Name ist Felicia. Ich bin Arena-Leiterin geworden, um das Wissen, das mir in der Trainerschule angeeignet habe, auch nutzen zu können. Die Arena sieht richtig cool aus. Guck mal, mit dem Kabuto da hinten. Was ist das dahinter? Soll das ein Dragoran sein? Sieht fast aus wie so ein weißer Drache mit eiskaltem Blick. Wir könnten jetzt zu ihr gehen und unseren ersten Orden holen. Wir könnten aber auch in eine weitere Route gehen, um zu hoffen, dass wir eventuell mal ein anderes Pokémon außer Taubsi bekommen. Das wäre doch mal was Geiles, oder? Ein anderes Pokémon außer Taubsi? Bitte kein Taubsi, bitte kein Taubsi, bitte kein Taubsi, bitte kein Taubsi, bitte kein Taubsi. Ein Nagelotz. Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Sieht mir aus wie ein Normal-Pokémon. Das ist wieder ein bisschen Sadlel. Und es ist nur Level 5. Der sieht so aus wie so ein alter Looney Tunes-Charakter, oder? Ich finde schon. So, der wird garantiert nichts können. Ich setze einfach mal gleich eine Pokéball ein. So wie der Schedussel und auch die Nicole das letztes Mal meinten. Weil das ja nur Babys sind. Und Babys kann man ja auch einfach so fangen, nicht wahr? Obwohl die... Nope. Ja, guck. Die Fangrate ist, glaube ich, gar nicht so... Oh, Notsituation. Oh. Warum kann der Notsituation? Das ist doch schon wieder mega der Bullshit, oder? Okay, Jode, du musst jetzt ein bisschen tanken. Ich habe halt leider auch noch gar nicht, keinen richtigen Tank, so, ne? Wenn ich angreife, dann stirbt er wahrscheinlich. Ich setze einmal eine Donnerwelle ein, weil Statusveränderungen sollten doch die Fangrate auch verändern, oder nicht? Und wenn nicht, dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite, dass es eventuell nicht mehr angreift. Oh, das wäre so schön, mal ein anderes Pokémon zu haben. Und ich bin auch froh, dass wir hier mal
ein anderes Pokémon in der freien Natur sehen. Komm, 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 bitte, bitte, bitte. Zumindest einmal, ja, zumindest zwei, nein. Fangrate sehr schlecht, alles klar. Es ist paralysiert. Ja, soll ich einmal angreifen? Ich weiß nicht. Komm, einmal probieren wir es nochmal. Diesmal drücke ich auch B. Aus B, B, B gedrückt. B unten gedrückt. B unten ist gedrückt. B unten ist gedrückt. Bitte, eins, zwei, ja. Okay, es war schon mal zwei. Das ist besser als eins. Und der greift uns die ganze Zeit nicht an. Ja, keine Ahnung. Ich muss hier meine Pokébälle raushauen. Ich habe Angst, dass ich ihn töte, wenn ich ihn einmal angreife. Was soll ich machen? B und B. Muss man B immer wieder spammen oder? Drei. Bitte, bitte, bitte. Yes! Okay, wir haben ein neues Pokémon. Das ist mega gut. Es kann wahrscheinlich absolut gar nichts und ist voll noobig und so unterwegs, aber ich hätte zumindest gerne mal sechs Pokémon. Nagelotz, Speer, männlich, Typ, normal. Eines dieser vorsichtigen Pokémon steht immer vor ihrem Bau, Wache. Nähert sich jedoch ein Feind von hinten, ist es aus. Okay, ich hab das Nagelotz jetzt Tidus genannt. Ich hoffe, das passt. Die Augen haben mich irgendwie an Tidus erinnert. Ich hatte eben noch meinen Effekt an, deswegen musste ich das jetzt leider rausschneiden. Sorry, Leute. Er kann auf jeden Fall Zornklinge, meine Käferattacke mega gut und Notsituation. Und es scheint dann ja so, weil da steht, senkt dessen KP auf die Höhe des KP des Anwenders, dass man damit gar kein Pokémon töten kann, ne? 19 KP. Wir könnten jedes Pokémon, egal ob das jetzt ein Scharnierer von den Pokémon, von den Gegnern ist oder so, auf 19 KP runterhauen. Und wir sind natürlich kein Dummkopf. Wir gehen erst zur Arenaleiterin, wenn wir unser Level-Cap ausge... Rosa Schal, okay. Ausgeschöpft haben. Also zumindest möchte ich ein Pokémon auf Level 15 haben. Ob jetzt alle auf Level 15 sind, ist jetzt nicht so wichtig, aber zumindest eins. Rosa Schal, Einheiten zu tragen. Trainer, erhöhe damit in Wettbewerben die Putzigkeit ihres Pokémons. Toll. Okay, wer ist putzig? Tidus ist putzig. Tidus, du kriegst einen rosa Schal. Bitteschön. So, das heißt natürlich, wir können jetzt auch erstmal an den Trainern hier vorne noch trainieren, bis wir das Level Cap erreichen. Weil beim Arena-Leiter darf ich ja erst Level 15 werden. Und die werden ja uns auf jeden Fall hier auch noch weiter trainieren. Und wir können jetzt endlich mal schauen. Obwohl, das bringt auch nichts, ne? Was die für Typen haben hier in der Arena, aber die werden nicht alle dieselben Typen haben. Du solltest unsere Trainer aus der Arena nicht unterschätzen. Ich werde dir zeigen, warum. Ein Rotomorph. Okay, wir bleiben trotzdem bei Yoloking mit der Nachtflut. Ich bin so froh, dass er Nachtflut drauf hat. Ja, macht auch gut Damage. Lebensschelle sollte absolut gar nichts machen. Ja, passt. Jetzt Warte, warum kann er die Attacke abwehren? Was ist Abwehren in diesem Spiel? Und wieso ist irgendwas sehr effektiv gegen mein YOLO? Warum ist der... wieso ist denn irgendwas effektiv gegen mein YOLO? Hallo? Kann mir bitte irgendjemand sagen, was abgeht? Wieso wehren hier alle Leute Sachen ab? Wir setzen eine Flugattacke ein. Wird wahrscheinlich nicht allzu krass sein, aber für die wenig Leben, die das Ding hat... Ja, soll's lang. Okay. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, die sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was war denn Lavita nochmal? Ich habe ein Bild im Kopf, aber ich kann... Ich glaube, das war ein Pflanzen-Pokémon, oder? Score hat eine Feuerattacke drauf, aber ist nur Level 8. Ich wechsle trotzdem mal Score ein. Weil ich glaube, dass... Lavita war was anderes, ne? Hallo! Das Viech ist auch Boden. Boah, I don't know, man. Aber ich glaube, einmal können wir angreifen. Donadel. Let's go. Wird gar kein Damage... Ja, gar kein Damage. 0, gar kein Damage. Das war so dumm. Wieso greife ich denn auch an? Ist er wenigstens vergiftet oder so? Was kann er? Aquaknarre. Okay, macht aber auch nicht allzu viel. Er kann Aquaknarre. Aber es ist doch ein Boden-Pokémon, oder nicht? Also ich hoffe, es ist ein Boden-Pokémon. Wenn das jetzt ein Gesteins-Pokémon ist und der wieder irgendeine Scheiße drauf hat, dann ist Fly wieder richtig kacke. I mean, Boden ist ja gut gegen Boden, nicht wahr? Wir probieren einfach mal die Dampfwalze aus. Und dann wissen wir, ob er nur Boden ist. Ja, sieht sehr gut aus. Okay, ja. Lavitar ist also Boden. Der hat auch eine richtig krasse Weiterentwicklung, oder nicht? Lavitar. Der setzt die ganze Zeit im Plug ein. Okay, das haben wir. Puh, und dann sollte Fly Level 14 werden. Windschuss sollte lang. Und dann sind wir doch schon fast an unserem Level Cap dran. Score auch Level 9, mega gut. Trugträne will er erlernen. Was ist denn Trugträne? Eine Unlichtattacke. Oh, Alter, Score kann richtig krasse Attacken. Täuscht Wein vor, um die Spezialverteidigung des Ziels stark zu senken. Statt Duonadel, weil Duonadel sowieso nie was kann. Ja komm, wir brauchen keine Käferattacke. Vor allem nicht auf Score. Let's go. Und ich glaube fast, ich will ohne den EP-Teiler spielen. Weil Fleisch schon Level 14 ist und mir das zu nah dran ist zu Level 15 dem Level Cap. Nicht, dass er dann Level 15 wird und dann plötzlich Level 16 hier ist bei der Arena-Leiterin und ich ihn da nicht mehr einsetzen darf. Das wäre richtig kacke. So, let's go.
Wenn du es nicht mit mir aufnehmen kannst, hast du gegen Felicia erst recht keine Chance. Yo, was? Das war ein Golbit. Ist Golbit Stahl? Ich glaube fast schon, ne? Wäre so eine Feuerattacke ganz geil. Aber Level 10 Golbit, das ist scheiße. Und am Ende ist er gar nicht Stahl, das wäre richtig kacke. Wir gucken einmal, was Golbit für eine Attacke drauf hat, um zu sehen, ob wir Score einwechseln können. I will kill you. Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird zu viel Damage zu Score machen, dass Score dann sofort stirbt. Oh, und Unlicht ist sogar sehr effektiv dagegen. Hä? Dann ist er doch kein Stahl, oder was? So, er hat 12 Damage gemacht, ne? Und wir greifen nicht als erstes an. Oder haben wir gerade seine... Ne, seine Genauigkeit haben wir gesenkt, ne? Ich werde vorsichtshalber einmal heilen. In der Hoffnung, dass er nicht trifft. Aber ich habe zu dolle Angst, dass er einen Crit macht. Wenn er jetzt einfach irgendwas anderes einsetzen könnte, das wäre richtig geil. Steigerungshieb. Au. Oh, er macht sich sogar noch stärker. Okay, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Wir müssen ihn jetzt ganz schnell vernichten. Nachtflut, hoffentlich sind wir jetzt erstes dran. Ja, wir sind sogar als erstes dran. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Golbit ist schon mal weg. Golbit ist aber echt... Meine Güte. Nächste Challenge. Ach, mehr hat er da gar nicht. Okay, easy game. So, wir könnten die auslassen, aber nee, machen wir nicht. Wir kämpfen hier gegen alles. Ich werde dich die Stärke des zweitbesten Schülers des Trainerschule spüren lassen. Streberin Dudley also, ja? Alles klar. Hat auch nur ein Pokémon, wird dann wahrscheinlich wieder was Starkes sein. Sie hat einfach genau dasselbe Ding wie die andere. Gegen Rotomor war, glaube ich, Nachtflut aber ganz gut, ne? Ich glaube, das war ganz recht stark. Wie die alle diesen Schattenstoß drauf haben. Was ist denn los bei den Leuten? Wenn ihr Schatten macht, komme ich mit meiner Nachtflut an. Staccato. Trifft das nicht häufiger? Ja, ne? Wie oft trifft? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tja, bleiben wir bei YOLO, wechseln wir aus. Ich glaube, ich fühle mich sicherer, wenn ich auswechsel und ich möchte nicht noch einen Trank verwenden. Let's go, let's go. Ich hoffe einfach, der kann keine Gesteinsattacke und wir sind eventuell ja auch als erstes wieder dran. Schattenstoß. Keine Wirkung, perfekt. Und wir gehen lieber auf Nummer sicher mit einer Dampfwalze. Ja. Wir gehen mit einer Dampfwalze auf Nummer sicher. Das ist der auf jeden Fall tot. Und damit haben wir alle Trainer hier besiegt. Enttäuschung pur. Jetzt bin ich nur noch die Nummer 3. Hä? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich bin nämlich kein Schüler. Okay, und damit könnten wir gegen Felicia kämpfen, wenn wir denn wollen würden. Aber wir machen das in der nächsten Folge, okay? Wir sind momentan so aufgestellt, dass wir YOLO King Level 12 haben, Fly Level 14, was ich echt weird finde, dass Fly mein krassestes Pokémon bisher ist. Will über Level 10 Score auf Level 9 und ein Tidus Level 6. Das Tidus müssen wir auch nochmal trainieren, dass der irgendwas machen kann. Level Cap haben wir auf jeden Fall eingehalten. Wird wahrscheinlich recht interessant. Die wird auf jeden Fall ein Pokémon haben, das Level 15 ist. Eventuell werden wir davor nochmal trainieren, aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin und tschüss.